Ich widme meinen bevorstehenden Sieg der schönen Vivienne. Es hat schon angefangen. Wir müssen bis nach dem Kampf warten. Ich wusste, dass das passiert, aber eigentlich bin ich auf der Seite vom Glöckchenschwanz. Insofern. Action! Nicht so laut. Er muss uns hören, um zu wissen, wo wir sind. OB! Panzer, Ritter! Die Westen gefüllt! Sie müssen das kämpfen! Da hilft kein Schild! Doch da kommt der Hexer! Das ist wirklich so blöd, weil ich immer noch die Steuerung von Assassin's Creed, das ich jetzt einfach über 100 Stunden gespielt habe bis vor kurzem, so eingeimpft habe, dass mir das echt schwer fällt, mich jetzt hier umzustellen. Aber es geht schon, es dauert immer nur ein bisschen. Dann können wir den ein bisschen beruhigen. Ich mache mir Sorgen um unseren Begleiter, Mensch. Ich muss, glaube ich, echt ein bisschen offensiver vorgehen, damit unser Freund nicht stirbt. Manda, sei doch nicht so. Nein, er ist echt gestorben. Das ging jetzt aber schnell. Er ist noch nicht mal ein Drittel. Naja, das haben sie jetzt davon, würde ich sagen. Ist nur fair. Ich meine, die haben den armen Lumanda hier in diese blöde Situation überhaupt erst gebracht. Das haben sie davon jetzt. Wir gehen wieder zusammen. Leer!
Ich hoffe, mein Schwert wird nicht zu stumpf davon. Nicht, dass es gleich explodiert. Verdammt. Oh, mein Schwert ist wirklich schon ziemlich kaputt. Ich sollte echt nicht so auf dem rumhauen. Was macht er denn jetzt? Das ist neu. Ich habe ein bisschen Angst. Okay. Willst du nicht wieder mal nochmal gegen die Mauer rollen, damit du so. Ne? Au. Ja, das hat funktioniert. Der Hexer umgeht Numa, um dann schließlich sein Herz zu durchbohren. Das ist ja sprießlich. Dass die so komplett neue Gegner auch wirklich gemacht haben für den DLC und nicht nur anders gefärbte, anders texturierte Standardgegner. Die Klingen behände. Voran, Meister. Heißt zwar Glumar, ist aber eigentlich eher ein Biorock. Ich weiß nicht, wer das wieder benannt hat. Total das falsche Pokémon wieder. Der hält aber wirklich viel aus, ne? Ist schon krass. Wenn man bedenkt, dass ich jetzt wirklich so aus dem letzten DLC so ziemlich die Top-Rüstung im Grunde habe. Ist das schon irre. Ich meine, wahrscheinlich müsste ich ihn öfter gegen die Wand rollen lassen, aber irgendwie funktioniert das nur, wenn er gerade Bock hat, dass es funktioniert, habe ich das Gefühl. Ah ja, so wie jetzt. Hi, das hat Relgan. So. Das war's für Georock Glumanda. Der Glumar wurde besiegt von Geralt von Riva, Meister des Hexerhandwerks. Seht, wie die Bestie ihr Leben aushaucht. Meister Geralt, tu, was du tun musst. Bring es zu Ende. Das Monster ist keine Bedrohung. Es gibt keinen Grund, es zu töten. Sieger dürfen immer Gnade zeigen. Das ist dir recht. Lang lebe Geralt, der Gnadenreiche. Pikeniere, kümmert euch um die Bestie. Ich glaube auf normal wahrscheinlich. Vergib mir. Ich bin nicht mehr so flink wie früher. Du hast tapfer gekämpft. Danke für deine Hilfe. Guillaume. Der ist gar nicht tot, Gott sei Dank. Der Junge wäre beinahe gestorben. Alles in Ordnung. Tut gar nicht weh. Vivienne. Lächle wie ein Held und sei still. Sprechen tut dir offensichtlich weh.
Sie kommt. Geh halt. Wir müssen reden. Wir werden... Ihr redet später, im Zelt. Geralt! Großartig, atemberaubend. Edle Herrin. Wir wussten, dass es eine brillante Idee war, dich herzuzitieren. Wir sind entzückt, nein, hingerissen, dass wir darauf kamen. Es ist mir eine Ehre. Kümmert euch um unseren jungen Helden, hopp, hopp. Wir werden uns jetzt zu einer Unterredung mit Geralt zurückziehen. Wir haben so lange auf deine Ankunft gewartet und die Hoffnung schon fast aufgegeben. Und dann dieser Auftritt. Spektakulär. Edle Herrin, Glomare sind gefährliche Kreaturen, auch für Ritter in voller Rüstung. Unfug. In Toussaint kämpfen die Ritter seit undenklichen Zeiten gegen Monster, um des Ruhmes willen. Ja, Guillaume hat ein paar Stöber und Kratzer abgekriegt, aber sein Ruhm als der, der das Monster erschlug, wird ewig sein. Mhm. Und das Publikum? Wenn der Glomar in die Tribünen gesprungen wäre, hätte es ein Massaker gegeben. Geralt, wir wissen dein tapferes Eingreifen in der Arena durchaus zu schätzen, doch du hast eine eigentliche Aufgabe, eine ganz andere, die großzügig entlohnt wird, wie du sehen wirst, noch nicht erfüllt. Edle Herrin, ich würde gerne über den Auftrag reden. Natürlich, doch nicht hier. Wir werden Damir brauchen. Er hat bis zu deiner Ankunft die Nachforschungen geleitet. Wo kann er sein? Komm, wir müssen ihn suchen. Sag, bist du allein gekommen oder hat Viscount Julian dich begleitet? Wünschst du Rittersporn zu sehen, edle Herrin? Ja, nein. Das heißt doch, um ihm zu sagen, wie bitter wir bereuen, die Todesstrafe aufgehoben zu haben, die so angemessen über ihn verhängt wurde. Könnten wir die Uhr zurückdrehen, würde er im Turm verrotten. Nein, er würde aufs Rad geflochten, auf die Streckbank gespannt, gehängt und gevierteilt werden. Ah, da ist der richtige Mann für diese Aufgaben. Damien de la Tour, Hauptmann meiner Leibwache. Gnädige Herrin, Hexer. Hallo. Hallo. Ich muss eine Antwortoption wählen. Einen Moment, bitte. Tut mir leid, ich habe schlechte Nachrichten. Die Wachmänner bei der Leiche des letzten Opfers. Ich weiß. Die Kreatur im Keller von Corvo Bianco. War das das Biest? Nein. Eine Bruxa. Eine Art Vampir. Nicht das Biest, aber sie sind miteinander verbunden. Woher weißt du das? Durch sorgfältige Analyse der Hinweise am Flussufer und in Corvo Bianco. Willst du behaupten, dass die bisherigen Nachforschungen nachlässig waren? Geralt will nichts dergleichen behaupten. Wir sollten ihm aufmerksam zuhören. Wenn er doch nur was zu sagen hätte. Ich habe die Leiche des letzten Opfers untersucht. Vielleicht habe ich etwas gefunden. Ich muss es analysieren. Dafür brauche ich einen ruhigen Ort. Und am besten die Hilfe eines Alchemisten oder Magiers. Außerdem will ich alles über die bisherigen Opfer erfahren. Da wende ich mich wohl am besten an Ritter de la Tour. Nenn mich Damien, bitte. Du sollst wissen, dass ich dagegen war, dich hier zu holen. Ich habe von dir gehört. Du bringst Ärger. Das tust du immer. Und wir haben schon genug Ärger. Wir werden das Biest auch alleine erschlagen. Man kann nie genug Ärger haben. Er muss uns kein Fremder helfen. Damien, die Frage, ob der Hexer angeheuert wird, ist schon länger endgültig entschieden worden. Da du dennoch davon anfängst, sprechen wir über Geralts Bezahlung. Stimmen die Legenden, dass Hexer üblicherweise das verlangen, was man zu Hause findet, aber nicht zu finden erwartet hat? Das haben wir zumindest in der ersten Staffel der Serie gelernt.
dass sowas Ähnliches ab und zu passiert. Nicht immer, Herrin. Das Gesetz der Überraschung wird manchmal geltend gemacht, aber selten. Meistens nehmen Hexer einfach Gold. Wie enttäuschend. Das Gesetz klingt sehr romantisch. Andererseits würden wir bei der Rückkehr in den Palast nur ungeduldige Bittsteller oder Stoffproben für neue Kleider vorfinden. Das wäre beides kein stolzer Lohn. Ich fürchte, du hättest wenig Verwendung für die Überraschungen, die bei uns in Frage kommen. Daher haben wir beschlossen, dass du das Weingut Corvo Bianco sowie eine Geldsumme erhalten sollst, wenn du den Auftrag erfüllst. Sicher erscheint dir das angemessen. Du wirst das Weingut sofort beziehen, da du auf der Jagd gewiss eine Unterkunft bedarfst. Das Geld erhältst du allerdings erst, wenn du das Biest erschlagen hast. Das ist eine feine und großzügige Geste, edler Herr. Doch dient Corvo Bianco nicht neuerdings als herzogliche Leichenhalle? Was denn, wirklich? Da muss die Kanzlei wieder Mist gebaut haben. Man kann sie keinen Moment alleine lassen. Aber eine Leichenhalle wird einen Hexer kaum schrecken. Außerdem fördern düstere Legenden den Ruf eines Weins wie nichts anderes. Vielen Dank, Herrin. Ich nehme den Auftrag an. Aber wie ich schon sagte, brauche ich einige Informationen. Wie hat es angefangen? Wer war das erste Opfer? Crespi ist zuerst gestorben. Er war einst für seine zahlreichen Turniersiege berühmt. Im Alter hat er das Schwert weggehängt und ist auf Weinbau umgestiegen. Crespi war nicht gerade beliebt bei den Weinhändlern. Er war ein rücksichtsloser Geschäftemacher und hat offenbar gerne mal betrogen. Uns hat er um einen Dispens von allen Hofzeremonien ersucht. Den konnten wir ihm nicht gewähren. Ein Ritterschwur gilt bis ans Lebensende. Wie ist er gestorben? Wo hat man die Leiche gefunden? Die Umstände waren sehr ungewöhnlich. Er nahm an einem Bankett teil, als man plötzlich feststellte, dass er verschwunden war. Eine Stunde darauf fand ihn die Stadtwache, auf Händen und Knien, gegen den Pranger gelehnt, das Schwert um den Hals gehängt. Er war an Wunden gestorben, die ihm Klauen zugefügt haben, und keine Waffen. Die Hiebe müssen mit großer Kraft geführt worden sein. Er ist also schnell gestorben. Doch die Leiche war auf den Knien. Jemand muss sie drapiert haben. Sieht so aus. Der zweite Mord. Was wisst ihr darüber? Es gibt Ecken in dieser Stadt, in die sich nachts niemand wagen würde, der bei Verstand ist. An einem solchen Ort wurde die Leiche von Ramon Dulac gefunden. Nach dem ersten Mord war die Stadt in Angst. Die Einwohner waren vorsichtig und blieben in sicheren Gegenden. Daher erhielten wir die Nachricht über das zweite Opfer von einer Bande besorgter Taschendiebe. Kriminelle fürchten das Biest? Aufschlussreich. Es konnte bestimmt ausgeschlossen werden, dass diese Banditen Ramon umgebracht haben. Hältst du mich für einen Stümper? Ramon Dulac wurde von Klauen getötet, nicht von Händen. Die Wunde war tief und sauber. Seine Leiche wurde in der Gosse gefunden. In Nachthemd und Schlafmütze. Den Kopf auf einem Kissen und das Schwert durch einen Bettwärmer ersetzt. Ramon Dulac, der vor einem Dutzend Jahren der Berater unseres Vaters und Herzogs war. Jemand hat sich große Mühe gegeben, ihn lächerlich zu machen. Vielleicht war Rache das Motiv. Das ist möglich. Dulac hat zwielichtige Geschäfte in der Unterwelt gemacht. Aber es wurden niemals konkrete Beweise gegen ihn vorgelegt. Die ersten beiden Opfer waren also Ritter, die ihre besten Jahre hinter sich hatten. Das kann man auch vom dritten Opfer behaupten. Ritter Delacroix behauptete gern, dass moderne Ritter sich neuen Herausforderungen stellen müssen und dass Unternehmertum die sechste Rittertugend ist. Er hat im Getreidehandel ein veritables Vermögen gemacht. Palmerin hat ihn sogar Ritter de la Geizhals genannt. Ich habe eine Geldbörse bei seiner Leiche gefunden. Sie enthielt Florin aus verschiedensten Zeiten und Provinzen. Delacroix liebte das Geld, aber ein Numismatiker war er nicht. Es gab viele Ähnlichkeiten zwischen den Opfern. Alle Leichen wurden an seltsamen Orten unter ungewöhnlichen Umständen gefunden. Offenbar will der Mörder, wer immer es sein mag, eine Botschaft hinterlassen. Es waren ehrenhafte Männer. Wir sind bestürzt über die Respektlosigkeit, mit der sie behandelt wurden. Verflucht, das waren Ritter von Toussaint. Vielleicht ist das der Punkt. Nach deinem Bericht war keiner von ihnen ein Tugendbolzen. Schon mal daran gedacht, dass es dem Biest darum gehen könnte.
Alle Ermordeten waren Ritter, die den fünf Tugenden die Treue geschworen hatten. Und selbst wenn... Welchen Tugenden genau schwören die Ritter Toussaints Treue? Ehre, Weisheit, Großzügigkeit, Tapferkeit und Mitgefühl. Das war jetzt gerade... Ich finde dieses Dialogsystem aus Witcher eigentlich echt gut. Dass immer so gelb hervorgehoben ist, quasi die Hauptantwort, die den Dialog weitertreibt, und weiß optionale Optionen. Aber jetzt gerade war das halt so ein typischer Fall von vorgespielter Freiheit, der Dialog. Was ja viele Spiele machen. Dass man das Gefühl hat, man bestimmt irgendwas, aber in Wirklichkeit hätte es jetzt einfach auch 5 Minuten alleine Dialog sein können. Weil am Anfang konnte ich mich zwischen 2 Dialogoptionen entscheiden. Dann habe ich die 1. genommen, danach die 2. Dann habe ich die 3. freigeschaltet und dann die 4. freigeschaltet. Also die einzige Wahl, die ich hatte, ist, ob ich mit dem 1. oder dem 2. anfange. Alles andere war vorherbestimmt und ich habe einfach nur immer ein Knöpfchen gedrückt. Und andere Optionen gab es gar nicht. Und das ist immer ein bisschen komisch. Ich meine, vielleicht ist es dazu da, dass man den Spiel auch ein bisschen bei Laune hält. So ein bisschen, dass man so sagt, hier, guck mal, du bist immer noch hier in Kontrolle. Drück mal nochmal einen Knopf, damit es weitergeht. Aber es ist eigentlich umsonst. Aber gut. Die 5 Tugenden. Warum sind sie euren Rittern so wichtig? Seltsame Frage. Vergib mir, Herrin. Ich bin ein Fremder, der versucht, die hiesigen Bräuche zu verstehen. Wir vergeben dir. Den Legenden zufolge war es die Dame vom See, die uns die Tugenden anvertraute. Woher wir sie wirklich haben, weiß niemand. In Toussaint glauben wir, dass Männer geringer Geburt einfachen Herzens und gehorsam sein sollten. Von Rittern erwarten wir jedoch mehr. Sie sollen Soldaten und Höflinge, Herren und Diener zugleich sein. Daher ist eine klare moralische Richtschnur erforderlich. Bei seinem Ritterschlag schwört der Anwärter sein Leben lang Ehre, Weisheit, Großzügigkeit, Tapferkeit und Mitgefühl zu zeigen. Mir scheint, das Biest will den moralischen Verfall anprangern. Die Opfer wurden alle gedemütigt. Vielleicht wurden sie ermordet, um ihren Mangel an bestimmten Tugenden zu betonen. Ehre wird vom Pranger konterkariert. Weisheit von Lächerlichkeit. Großzügigkeit von einer Börse im Hals. Es passt, wenn auch nicht perfekt. Man kann die Theorie nicht verwerfen, wenn jeder in der Stadt davon spricht. Wenn wir recht haben, dann wird der nächste Mord eine Demonstration der mangelnden Tapferkeit des Opfers sein. Wir können auch erwarten, dass das Opfer wieder ein älterer Ritter ist. Mal überlegen. Im Augenblick halten sich alle Ritter entweder auf dem Turniergelände oder in den Palastgärten auf. Unsere jährliche Hasenjagd beginnt bald. Hast du von dem Brauch gehört? Methon hat etwas erwähnt. Er hat sich darauf gefreut, in einem Hasenkostüm herumzuhopsen. Ich weiß nicht warum. Moment. Seltsame Umstände, ein älterer Ritter, die berühmte Feigheit von Hasen. Kann es so einfach sein, ob Methon de Perrac-Perrin das nächste Opfer ist? Methon kannte auch Delacroix. Das hat er mir am Fluss erzählt. Damien, wie konnten wir so etwas Offensichtliches übersehen? De Perrac-Perrin, Crespi, Delacroix und Dulac waren eine Ritterschar. Es ist Jahre her, aber... Im Grunde ist das 7, der DLC, den wir hier spielen. Jetzt verstehe ich. Wir spielen hier quasi 7. Dann hoffen wir nur, dass wir am Schluss nicht irgendwie Ciri in einem Pappkarton überreicht kriegen oder so. Sie waren eine Schar. Gute Freunde, unzertrennlich. Als solche erwarben sie das Vertrauen unseres Vaters des Herzogs. Wir haben oft mitbekommen, wie er sich in heiklen Dingen an sie gewendet hat. Später trennten sich ihre Wege. Das ist wohl kein Zufall. Das Biest dürfte es ebenfalls wissen. Es ist ein Hinweis, da bin ich sicher. Gnädige Herrin, wir müssen Milton finden. Sofort. Das dürfte schwierig werden. Das Gartenfest beginnt jetzt und er ist als Hase verkleidet, sitzt irgendwo im Versteck und wartet darauf, von beschwipsten Höflingen gefunden zu werden. Das Hasenversteck ist ein wohlgehütetes Geheimnis. Wir müssen das Spiel sofort abbrechen. Vor allem müssen wir die Ruhe bewahren. Damien, lass sofort die Gärten durchsuchen, aber diskret. Wir dürfen die Feierlichkeiten auf keinen Fall stören. Eine Panik würde das Biest nur einladen, noch früher zuzuschlagen. Und du, Hexer, kommst mit mir. Schließlich sind es meine Gärten und meine Ritter. Ein Mord kommt nicht in Frage, das dulde ich nicht. Nicht bei meinem Palast. Pferde,
Bringt uns Pferde! Edle Helden! Was zum Teufel? Ich komm dir gleich hin. Edle Herrin. Gib acht, dass es nicht knittert. Vorwärts! Hey! Das ist Seide. Pass doch auf. Gib mir das. Erster Mörder. Der Pferdekerl ist der Mörder. Wetten?